Frau Professor Elisabeth Merck, Münchner Stadtbrauerätin und heute auch hier als Vertreterin des Bau- und Planungsausschusses des Bayerischen Städtetages. Herzlich willkommen. Dann Dr. Heike Piasecki, Leiterin der Münchner Niederlassung der Bulwin-Gesa AG, große Marktforschung und Beratungsinstitut. Dann haben wir Manfred Rudorfer, war lange Jahre bei der Bayerischen Hausbau und ist seit 2012 Geschäftsführer der Klaus Wohnbau mit Sitz in Augsburg und München. Und Professor Alain Thierstein, seit 2005 ordentlicher Professor am Lehrstuhl für Raumentwicklung der TU München und seit 2010 Direktor des Instituts für Städtebau und Wohnungswesen in München. Herzlich willkommen. Ich habe Sie beide saßen hinter mir und ich habe jetzt während des Vortrags von Herrn Brunold ein paar Kommentare mitbekommen. Werden wir gleich mal drauf eingehen. Jetzt aber erstmal natürlich die Bühne für jeden, der hier auf dem Podium sitzt. Was ist Ihre Lösung? Wie schaffen wir mehr Wohnraum in München? Frau Professor Merck, darf ich diese leichte Frage Ihnen als erstes stellen vielleicht? Selbstverständlich, kein Problem. Ich arbeite ja jeden Tag dran. Ja. Aber nachdem ich hier ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch als Vertreterin des Bauausschusses des Bayerischen Städtetages sitze, möchte ich doch den Fokus etwas weiterspannen. Ich denke, die Frage nach bezahlbarem Wohnen ist ja nicht nur eine Herausforderung für die Stadt München, sondern wenn Sie sich die Prognosen anschauen, sind ja die prosperierenden Wachstumsszenarien für die gesamte Metropolregion von Bedeutung. Und insofern ist für mich die Schlüsselfrage die Frage der Mobilität. Also so sehr ich das begrüße und auch wirklich im Alltag in unserer Arbeit als positive Rückmeldung geben kann, dass Städtebauförderung wieder ein richtiges Thema ist in der Bundespolitik, so sehr ich begrüße, dass wir mit den Kollegen der obersten Baubehörde ganz konkret in der Städtebauförderung und auch in der Wohnraumförderung gut zusammenarbeiten, ist es doch eine Größenordnung, die man einfach innerhalb seines eigenen Stadtgebietes nicht lösen kann. Das kann weder München noch können das die Kommunen in der Region oder wenn man es eben weiterfasst in der europäischen Metropolregion. Und es gäbe aus meiner Sicht, wenn ich das gleich eingangs einfach mal so platzieren darf, ein paar ganz klare Vorstellungen, wie man herangehen könnte. Zum einen brauchen wir Unterstützung, was die soziale Infrastruktur anbelangt. Und das betrifft die große Stadt mit ihren Möglichkeiten genauso wie die Kommunen in der Region. Das Zweite, und das ist so mein Lieblingsthema zurzeit, da lasse ich auch nicht locker, das ist die Frage von Mobilität und ÖPNV. Und wenn man sieht, wie die GVFG-Mittel eigentlich auslaufen, wie es dafür noch keine guten neuen Szenarien gibt, brauchen die Städte und die Kommunen in Bayern einfach auf Freistaatebene integrierte Konzepte, um diese Themen anzugehen. Dann kann man nämlich zum Beispiel frei werdende Kasernen in der Region erschließen und bebauen. Sie hatten mir ja netterweise so im Vorfeld Fragen zugeschickt. Warum können die Kasernen in München nicht parallel entwickelt werden? Da kann ich nur sagen, das tun wir selbstverständlich und zwar schon lange. Wir haben bloß keine mehr. Und die, die es jetzt noch gibt, die sind eben in der Region. Die könnte man wunderbar für Wohnen und Arbeiten und Infrastruktur entwickeln, wenn sie eben gut angebunden wären. Und insofern bleibt eigentlich diese Frage der Anbindung und Erschließung ein Kernthema. Und das bekommt man allein, ich sage jetzt mit einer Wohnraumförderung und diesen Dingen eben nicht in den Griff. Also Thema Funkkaserne zum Beispiel, da kommen wir gerne nachher nochmal drauf. Ich glaube, ein eigenes Kapitel nochmal für sich. Aber Ihre Funkkaserne, wie kommen Sie denn jetzt auf die Funkkaserne? Weil Sie Kasernenflächen gemeint haben, Flächen, die bebaut werden, wird gerade momentan bebaut? Ja, die ist bei mir schon fertig. Ja, genau, da können wir, können wir nachher gerne mal drüber reden, wie weit die genutzt wird und ob man da vielleicht auch verstärkt kommunale oder genossenschaftliche Gesellschaften bevorzugt, wie auch immer. Reden wir gleich drüber. Es gibt auch noch ein paar andere interessante Flächen, aber Ihre zentrale Forderung, zum Beispiel jetzt an Herrn Brunold, wäre, wir brauchen mehr Geld für Infrastruktur. Stimmt's? Genau. Warum, das haben Sie bestimmt schon mal gesagt, oder? Warum gibt es sie nicht? Ich würde mal sagen, Ressortproblematiken gibt es nicht nur in Städten. Ressortproblematiken.
Okay. Also ich meine, wir hatten ja vorher ein Ministerium, wo Verkehr und Bau zusammen war, wo wir große Hoffnungen hatten, dass diese Dinge gut funktionieren. Das war nicht ganz so toll. Jetzt haben wir große Hoffnungen, das wurde ja vorher angesprochen und das unterstreiche ich auch positiv, ein gutes Zusammenwirken von städtebaulichen, stadtentwicklerischen Fragen mit den energetischen Fragen, denn dieser Stadtumbau unter energetischen Gesichtspunkten ist natürlich das zweite große Thema. Aber der Verkehr ist jetzt sozusagen wieder in einem anderen Ministerium relativ für sich und wenn Sie sehen, was so bundespolitisch jetzt an Verkehrsentwicklungsproblematiken diskutiert wird, ist da mein Thema des ÖPNVs und wie man sozusagen genau diese Flächen gut entwickelt. Sagen wir mal, das ist zu wenig im Vordergrund. Andererseits will ich nicht unterschlagen, gibt es Hoffnung, weil in Bayern der Verkehr jetzt auch bei der obersten Baubehörde ist. Also ich denke, man muss die Dinge wirklich zusammendenken, weil was hilft Ihnen die schönste Kasernenfläche, wenn sie eben nicht gut erschlossen ist? Dann verhandelt man über Ausgleichsmodelle, weil das ja für die Kommune eine große Last ist, wenn sie plötzlich da leerstehende Kasernenliegenschaften haben. Und ich sage jetzt mal, Ihre Branche reißt sich ja dann auch nicht gerade um leere Kasernenflächen, die irgendwie JWD liegen, sondern Sie kommen mit der Funkkaserne. Genau, da kommen wir nachher nochmal dazu. Jetzt die nächste Frage, dass jeder die Gelegenheit hat, auch mal seinen Lösungsvorschlag zu bringen. Herr Rudorfer, was wäre Ihre Lösung für mehr bezahlbaren Wohnraum in zum Beispiel München? Ja, also die Antwort von Frau Merck hat ja schon ganz klar gemacht, das wohnungspolitische Problem von München kann nicht München alleine lösen. Und wenn wir über preiswerten Wohnungsbau nachdenken, schon zweimal nicht. Dafür haben wir weder die Grundstückspreise noch andere Voraussetzungen. Das heißt, der Weg muss in die Region gehen. Meiner Meinung nach auch deutlich weiter, wie das zuletzt angesprochen wird. Bauträger sprechen immer vom S-Bahn-Bereich. Ich denke, das wird nicht ausreichend sein. Wir haben heute früh gewaltige Zahlen gehört. Schlagworte Wachstumsdruck, Fachkräftemangel, da sind Zahlen genannt worden, 125.000 Fachkräfte, die wir die nächsten Jahre hier in München brauchen. Das können wir in München nicht leisten, so und so nicht. Ja. Und insofern bin ich der Meinung, da besteht ein gewisses Dilemma, denn die Fachkräfte kommen natürlich zum Großteil auch von auswärts. Ja. Und auswärts ist jetzt nicht, die wohnen jetzt nicht, sage ich mal, in Augsburg, in Dachau, in Fürstenfeldbruck, sondern die gut ausgebildeten Arbeitsplätze, die die Stadt bietet, werden halt auch mit jungen Akademikern aus Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Bochum besetzt. Ja. Und um die hierher zu kriegen, benötigen die Firmen eine gewisse Attraktivität. Ja. Das muss ziehen. Und insofern, jetzt sagen wir müssten raus könnte heißen, ja, Augsburg, gut, da habe ich einen gewissen Bezug dazu, aber man merkt schon auch, nach Augsburg zu gehen, ist gar nicht so einfach, trotz der Infrastruktur hier gut ist, mit Autobahn, mit Bahnanbindung, aber raus könnte auch sein, sage ich mal, Westen, heute Vormittag ist gefallen, Bayern hört nicht in Landsberg auf. Ich war zufällig gestern in Kaufbeuern, eine Stadt mit 45.000 Einwohnern, ja, eine Stunde weg. Ja, die sehen sich ja in einer Position, wie sagen wir mal, von uns kann man ganz gut nach München pendeln. Ja, aber gleichwohl wollen die alle eine Schlafstätte für München werden. Ja, und ob der aus Frankfurt dann gerne nach München kommt, hier einen guten Arbeitsplatz erhält, um dann in Kaufbeuern oder vielleicht sogar in Augsburg zu wohnen, das ist ein bisschen die Problematik. Ja. Aber der Weg kann ganz klar nur über die Region führen und die kann eigentlich nicht groß genug sein. Sie haben ein Stück Sternenhimmel nach München gebracht und auch das Alpenglühen im Münchner Süden noch mal ein bisschen verstärkt. Da haben Sie nämlich zwei große Wohntürme, sage ich mal, gebaut. Sie sind also nach oben gegangen. Mhm. Ist das vielleicht, oder wie sind da Ihre Erfahrungen jetzt erstmal mit diesen beiden Projekten da Richtung ehemals Siemens-Gelände? Ja. Sie haben vorhin nach preiswerten Wohnraum gefragt. Ja. Ja. Sind Ihre überteuert offensichtlich? Nein, lassen Sie sich. Also zwei Ansätze. Einmal das Thema mehr Wohnraum, das hieß größere Dichte. Nach oben zu gehen, bringt ja nicht automatisch größere Dichte.
Ja, wenn wir das Beispiel Südseite nehmen, die Südseite hat eine GFZ von 1,2. Das ist die GFZ, die überall anders auch üblich ist. Ja, dafür bräuchte man nicht zwangsläufig nach oben bauen. Dadurch vergrößern sich halt die Abstände zwischen den Baukörpern. Ja, bringt zunächst mal nicht mehr. Also das Hochhaus könnte nur dann mehr Wohnraum bieten, wenn man sich von der üblichen Dichte hier deutlich verabschiedet. Ja, dann, klar, könnte man begrenzte Flächen dicht bebaut, höher könnte man signifikant mehr bringen. Wo solche Hochhäuser allerdings in München Platz fänden, halte ich fast für schwierig. Das wäre sicherlich die Bahnachse gewesen, wo sowas ganz, ganz gut hätte funktionieren können. Aber ich denke, es ist schwierig, auch aus einem anderen Grund, und der hängt mit dem preiswerten Wohnungsbau zusammen, ein Hochhaus zu bauen, wie es in der Südseite geschehen ist. Dort stehen 5 Stück, birgt ganz andere Herausforderungen an uns Projektentwickler wie der normale Geschosswohnungsbau. Ja, wir haben mit ganz anderen Anforderungen, technischen Anforderungen zu kämpfen, die sich natürlich auch in den Baukosten widerspiegeln. Um das Beispiel Alpenglühn-Sternenhimmel da zu strapazieren. Wir bauen ja klassischen Geschosswohnungsbau und wir haben jetzt diese 2 Türme gebaut. Die Baukosten für die beiden Türme liegen in etwa, ja, ich sag mal, bei 9 bis fast 1000 Euro auf dem Quadratmeter Wohnfläche, höher als beim klassischen Geschosswohnungsbau. Ja. Also weit weg, wir entfernen uns immer weiter eigentlich vom preiswerten Wohnungsbau. Ja. Beide Türme sind nach NF29 gebaut. Wenn ich die Türme heute bauen müsste, ja, würden sie nicht 2,9 kosten, sondern vielleicht 3,1. Ja. Und beide Türme stehen auf einem Grundstück, das vor 5, 6 Jahren veräußert wurde, zu einem Grundstückskosten mit Nebenkosten und alles, was so drumherum anfällt, bei rund 1200, 1300 Euro. Ja. Gleiches Grundstück würde jetzt sicherlich 2000 oder mehr, sagen wir 2000 auf die Geschossfläche, das ist schon nach wie vor vielleicht eine gängige Zahl, hieß auf die Nutzfläche, der Turm hat auch ein bisschen weniger Flächeneffizienz, schnell dann links bei 2,3, 2,4. Für 3 und ein bisschen was haben wir gerade gebaut, dann müssen wir es finanzieren, müssen vertreiben und müssen die Struktur bezahlen. Sprich, was wir jetzt angeboten haben, noch für einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 5,7, 5,8 bei den Türmen, war das schon viel, müsste man für die gleiche Immobilie an einem vergleichbaren Standort jetzt für sicherlich deutlich über 7.000 Euro im Durchschnitt anbieten. Ja? Das heißt, die steigen unten irgendwo ein bei 5,5 bis 6 und enden bei 11. Ja? Also Sie sehen, das könnten interessante Bauprojekte für uns alle sein. Wir könnten nach München auch ein Stück Architektur bringen. Aber eine Lösung für preiswerten Wohnungsbau, ganz ehrlich, sehe ich darin nicht. Noch kurz, wie hoch sind die Türme eigentlich? Die sind 16 Geschosse, also liegen voll in der Hochhausgrenze halt drin. Höher zu gehen, würde sehr schnell wieder zum Sprung führen. Ja, dann haben sie zusätzliche Anforderungen. Ja. Also 7 Geschosse sind okay, 7 mal 3, und dann wird es schwierig. Was sagt da Wolfgang Geser, die Zahlen, können die uns da weiterhelfen auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum? Ich denke, wir haben hier auf dem Podium und sicherlich auch hier in dem gesamten Raum einen Konsens dahingehend, dass wir sagen, wir können nicht nur über die Landeshauptstadt München denken, sondern wir müssen regional denken. Den Wirtschaftsraum fassen, die Metropolregion fassen. Das ist, denke ich mal, sicherlich ein Konsens, den wir alle haben, denn das Thema ist wirklich regional zu sehen und nicht nur losgelöst auf die Landeshauptstadt. Wir haben Untersuchungen gemacht und es zeigt sich, das Thema Flächenverfügbarkeit, also es ist genug Fläche in der Region vorhanden, aber wir wissen nicht, wie die Fläche qualifiziert, klassifiziert ist. Ist sie bebaubar? Ist sie überhaupt geeignet für Wohnungsbau oder für Gewerbebau überhaupt? Das heißt also, die Information dahingehend, welche Flächenqualitäten haben wir, nicht nur entlang der S-Bahn-Achse, sondern auch entlang der Autobahn, wie können wir uns in den Raum hinaus entwickeln? Diese Informationen sind viel zu spärlich vorhanden, um eine Siedlungsentwicklung zu machen, die dort dann auch steuernd wirken kann. Also das ist eine Forderung, die man sicherlich stellt.
stellen muss und die auch Gehör finden sollte, dass wir Aufnahmen haben, dass wir so ein genanntes Flächenmonitoring, wie wir das auch immer bezeichnen wollen, haben, um herauszuarbeiten, welche Flächen stehen denn für Entwicklungen in der Region zur Verfügung und wie sind die zu bebauen. Das wäre sicherlich ein Thema. Dann kann man, wenn man mal visionär denken möchte, vielleicht das Thema dann auch verknüpfen mit dem Thema Förderung, also nicht nur Gießkanne, sondern vielleicht dann ganz gezielt. Wenn wir Kommunen haben, die wachstumswillig sind, warum soll ich die nicht auch unterstützen? Zum Beispiel durch monetäre Unterstützung im Sinne von Fördermitteln, die ich habe. Warum kann man nicht das Thema Wohnen und soziale Entwicklung auch so weit denken? Wir reden immer über interkommunale Gewerbegebiete. Warum reden wir nicht über interkommunales Wohnen? Das heißt, einfach hier viele Positionen aufmachen, die das zusammen deutlich werden lassen, um dann auch diese Probleme entsprechend zu lösen. Aber ich muss der Frau Professor Merk wirklich beipflichten, das Thema Mobilität. Das Thema Mobilität ist in der Region eine Wachstumsbremse. Und wenn wir über den Druck auf die Region München sprechen, dann könnte man den auch etwas rausnehmen. Herr Rudorfer hat jetzt von Kaufbeuren gesprochen. Wenn wir in die Fläche gehen, wenn wir polyzentraler entwickeln, das heißt, wenn wir so Standorte wie Freising mit der von Steinkaserne oder Fürstenfeldbruck mit den Konversionsflächen, wenn dort die Entwicklung im Bereich Wohnen, Arbeiten und Leben vorangeht und die Verbindungsräume zwischen diesen Strukturen gegeben sind, das heißt, wenn ich von Fürstenfeldbruck nach Dachau möchte, möchte ich nicht unbedingt immer die Brezen am Marienplatz kaufen wollen, weil ich eigentlich mit dem ÖPNV nur so fahren kann. Das heißt also, wenn ich Mobilitätskonzepte schaffen kann, die diese polyzentralen Räume miteinander verbinden, ich denke, dann kann man auch wirklich den Druck nach außen geben und dort Entwicklungsräume schaffen, die es auch den Menschen ermöglichen, dann auch im Preis-Leistungs-Verhältnis zu leben. Herr Dr. Thierstein, so weit waren wir ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Zu dem Ergebnis sind wir auch gekommen. Warum ist es so schwer, dass da wirklich was vorangeht? Oder ist auch was passiert im letzten Jahr? Ja, ich meine, Planung braucht zwei Dinge. Das eine ist Zeit, das andere ist Verstand. Und dann braucht es am Schluss Geld zur Realisierung. Und natürlich bleibt das Geld knapp. Langfristig strukturell sind die Haushalte der öffentlichen Hände klamm, weil die Verschuldung hoch ist und man muss eigentlich sparen. Und das bedeutet, dass man den Euro nur noch einmal ausgeben kann. Aber wenn man die Verkehrswegepolitik anguckt, hat man immer noch den Eindruck, dass man ÖPNV und Straßeninfrastruktur parallel gleichmäßig ausbaut. Das geht nicht. Also da ist schon mal eine ganz entscheidende Wegmarke. Was will man eigentlich? Jetzt hat Frau Piasecki zu Recht, aber auch natürlich Frau Merk gesagt, die Menschen wollen eine sehr gute ÖPNV-Erschließung. Das zeigt unsere Studie über die Wohnungsnachfrage im Großraum München. Viele von Ihnen hier drin haben diese Studie mitfinanziert. Was ist ein wesentliches Ergebnis? Der singulär wichtigste Entscheidfaktor, um eine Wohnung, also Miete oder Kauf, zu nehmen, ist die Nähe zu einer ÖPNV-Haltestelle. Und wenn man das nicht innerhalb des mittleren Ring findet, dann geht man weiter nach draußen, aber sucht immer noch diese Zentralität. Jetzt haben wir eben gehört, dass diese Zentralität extrem radial, also so sternförmig ausgelegt ist. Und das führt natürlich dann zu sehr hohen Distanzen, zu hohen Zeitaufwänden in der Regel auch. Und eigentlich fehlt uns so ein tangentialeres System. Im Süden, aber natürlich dort vor allem, wo die große Dynamik ist, im Norden, im Nordosten. Muss denn der öffentliche Nahverkehr zwingend von öffentlichen Geldern finanziert werden? Wir haben vorhin gehört, Geld wäre eigentlich da. Geld wäre überall da, man weiß nur nicht genau, wo man es hinstecken soll. Wäre das nicht wie zum Beispiel bei den Autobahnen, dass man hier so PPP-Projekte macht, um dort privates Geld einsammelt, um dort die Infrastruktur voranzutreiben? Also es wird auch etwas gemacht, ja, Herr Sauber. Ich meine, die Landeshauptstadt München unter Führung des Planungsreferats hat sich in den letzten 3 Jahren mit diesem Thema langfristige Siedlungsentwicklung befasst, sehr vorausschauend. Was passiert eigentlich, wenn keine frei verfügbaren Flächen mehr innerhalb der Stadtgemarkung vorhanden sind, wo man eben neues Baurecht schaffen kann? Was muss man tun? Und die Ergebnisse sind ganz klar. Innenverdichtung, Umstrukturierung von Gewerbegebieten, sich zu überlegen, wie es auch mit der Region in Kooperation weitergeht. Die Stichworte sind ja schon gefallen. Und natürlich müssen auch Private mitmachen
dürfen. Und das tun sie auch. Wir haben jetzt an der TU München eine Veranstaltungsreihe auch mit der MVG organisiert. Und da zeigen wir eigentlich, wie private Investoren jetzt in dem Fall in diesem vergangenen Semester aus dem Bereich also Einkaufszentren, Entertainment-Center, wie sie eigentlich, wenn man sie von der Stadt her, von der Kommune auch einlädt, tatsächlich bereit sind, zu investieren in die öffentliche Erreichbarkeit, in den öffentlichen Raum. Und das sind ganz interessante Modelle. Meistens muss man halt auch ein bisschen ins Ausland gucken. Es gibt aber auch, wie die Parsing-Arkaden oder andere Beispiele, die wir noch zeigen werden, auch ganz interessante Phänomene. Und diese privaten Entwickler, die transformieren sich ganz, ganz schnell in, ich würde mal sagen, sowas wie Urban Services Provider. Also wie diese Firmen, das können eben ECE und andere sein, das kann aber auch IKEA sein, möchte ich jetzt als Provokation sagen, die werden vielleicht in der Zukunft Altersangebote, Kinderbetreuungsangebote, Nahversorgungsangebote dort an diesen Standorten bereitstellen. Weswegen? Das ist nicht ihr Kerngeschäft, aber es wird zu ihrem Kerngeschäft, weil die Menschen an diesen hoch erreichbaren Standorten eben nicht nur eine Wurst kaufen wollen oder eben ein Möbelregal, sondern sie wollen in dieser knappen Zeit, die ihnen in ihrem Leben soweit bleibt, eigentlich verschiedene Dinge zusammen, Kinderbetreuung, aber auch mal zum Arzt gehen, zum Friseur gehen und das gemeinsam an diesen Erreichbarkeitspunkten. Deswegen sind gerade diejenigen, die man auch schilt, sind eigentlich Kompetenzträger für die Zukunft. Und ich glaube, das sind Dinge, wo eben Private etwas leisten können, gerade weil München ist vielleicht noch ein bisschen eine Ausnahme, aber viele Kommunen natürlich diese Finanzierungskraft gar nicht mehr haben. Und ich glaube, das muss man proaktiv angehen, sonst werden die Kommunen überrollt von diesen schlüsselfertigen Angeboten, ich manage deine Stadt. Ja, dann sagen die Leute, ja gut, wenn du das managst, ich kann ja gar nichts mehr dagegen halten. Also ich glaube, da muss man auch in der Zivilgesellschaft ein Bewusstsein entwickeln, wie gehe ich mit diesen Kompetenzen und dieser Bereitschaft auch um. Ich meine, Unternehmer heißt jemand, weil er etwas unternimmt. Wenn er das nicht tun würde, würde er es unterlassen. Und das ist nicht die, Chance, um bezahlbaren Wohnbau zu schaffen. Frau Wassermeier, könnten Sie sich vorstellen, privates Geld für Infrastruktur? Selbstverständlich. Also warum nicht, würde ich sagen. Der springende Punkt ist doch, dass es integrierte Konzepte sein müssen. Und wenn wir schauen, wo, ich meine, es gab ja eine versuchte IKEA-Ansiedlung im Raum München, die dann über ein Bürgerbegehren auch scheiterte, weil es halt nicht wirklich integriert war. Das war eine einzelne Planung an einer Stelle. Und ich denke, so wie wir innerhalb unserer Städte mittlerweile das ja ganz gut hinkriegen, dass wir integrierte Stadtentwicklungskonzepte machen und sozusagen mit unserem Stadtrat dann diskutieren, was ist gesamtstädtisch, wenn man das betrachtet, der richtige Weg, bräuchte es so eine integrierte Betrachtung auch zumindest für die Metropolregion München. Und das, glaube ich, können bei allem, was wir untereinander ja an positiven Kooperationen schon haben. Also wir haben ja zum Beispiel Moro oder ein Bündnis für Siedlungsentwicklung und Mobilität. Wir haben in Teilbereichen Versuche, so ein gemeinsames Flächenmanagement mal auszuprobieren. Aber auf der Ebene der Metropolregion bräuchten wir einfach auch die Unterstützung der Regional- und Raumplanung vom Freistaat. Das kann man jetzt auch den Fachkollegen in den Ämtern gar nicht vorwerfen. Das war politische Ansage der letzten 20 Jahre, das wirklich zurückzufahren. Und jetzt stellen wir fest, dass wir das bei den eben aufgerufenen Problematiken ohne so eine Gesamtschau nicht mehr gut schaffen. Auch die Themen, gerade jetzt in den Wochen des schönen Wetters, kriegen wir ja im Radio den Ozonbericht und den Feinstaubbericht und sowas alles. Das sind alles Themen, das können Kommunen allein auf ihrem Territorium nicht mehr regeln. Mhm. Und ein ganz großer Driver, wie Herr Thierstein sagen würde, also der Einzelhandel, die interessanten privaten Entwicklungsmotoren, docken sich ja da an. Aber es muss eine Möglichkeit geben, das sozusagen räumlich sinnvoll insgesamt zu steuern, sonst haben Sie eine Entwicklung wie in den vergangenen Jahrzehnten mit den City-Logistikzentren, die immer genau dorthin gebaut wurden, wo die Planer eigentlich vorausgesehen haben, dass sie nicht klug sind, oder heute die großen Auslieferungshallen von Amazon und so weiter. Ein riesen Mobilitätsproblem.
Also das ist so überhaupt noch nicht wirklich bewertet worden. Und da bräuchten wir schon die Unterstützung wirklich der Politik, auch im Freistaat, das auf konzeptioneller Ebene anzugehen. Inwieweit sind Sie denn in Kontakt mit den Umlandgemeinden oder den dortigen Planungsstellen? Ist man da schon im Austausch? Ja, sicherlich sind wir im Austausch und ja, das schon lange. Und wir sind es auf verschiedenen Ebenen. Natürlich auf der Fachebene gibt es da viele Kontakte und im Einzelnen, wie gesagt, in diesen Bündnissen, die ich jetzt genannt habe, auch konkrete Planungen. Dann gibt es natürlich unsere offiziellen Gremien, Regionaler Planungsverband, PV, wo diese Dinge diskutiert werden. Nur das sind natürlich nicht in der Qualität Entscheidungsgremien. Wir haben ja jetzt nicht ein Regionalparlament, wie das vielleicht in anderen Teilen der Bundesrepublik möglich ist. Und wenn man politisch zu der Einsicht kommt, dass es vielleicht jetzt keinen Sinn macht, 10 Jahre für ein Regionalparlament zu werben, das am Ende keiner haben will, muss man, glaube ich, in räumlich-funktionalen Zusammenhängen denken und auf der Ebene Bündnisse schaffen. Und natürlich brauchen wir die Politik dazu. Und die Politik braucht die Bürger dazu, die erkennen, dass das für sie ein Mehrwert ist. Und das erkennen sie immer dann, wenn eben diese Dinge, die wir genannt haben, die Infrastruktur, die soziale gut funktioniert und die Anbindungen gut realisiert sind. Bislang wird eben jeder noch von seiner Gemeinde gewählt, was ja erstmal auch gut ist. Also wenn ich hier für den Städtetag spreche, muss ich die Planungshoheit und die Selbstverwaltung der Kommunen natürlich hoch ansiedeln. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht kooperieren kann. Aber das braucht auch Unterstützung. Und wenn ich jetzt zu meinem Lieblingsthema der Kasernenflächen in der Region komme, finde ich, wäre es schön, wenn jetzt auf Freistaatebene so ein konzeptioneller Wettbewerb ausgerufen werden würde. Macht doch mal Konzepte für eure Flächen und dann guckt man das in dem Gesamtzusammenhang an. Sowas gibt es bisher nicht. Das macht jeder für sich. Ich sag mal, wir sind als Stadt München natürlich mit denen im wirklichen Austausch und Dialog, die sehr nah in unserer Nachbarschaft sind. Aber ich glaube, dass das zu kurz gegriffen ist, heute nur die sogenannten Umlandgemeinden zu betrachten. Wir haben ja ein ganz konkretes Projekt, wo wir morgen eine große Veranstaltung auch haben im Münchner Osten. Also eine große städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, auch nach allen Regeln der Kunst juristisch, sage ich mal, eingetütet. Ja. Und da sind wir natürlich mit Aschheim und mit all den Nachbargemeinden schon seit mehreren Jahren in einem Dialog. Aber auch da wird die Frage sein, gelingt es uns da, meinetwegen einen U-Bahn-Ringschluss hinzulegen, dass man diese Flächen anders aktivieren kann. Und Bündnisse sind ja nichts Neues. Wir hatten letztes Jahr eine große Konferenz zum regionalen Wohnungsbau. Auch unser neuer Oberbürgermeister wird das aufgreifen und dazu einladen, ein regionales Bündnis für Wohnungsbau sozusagen weiterzutragen. Mhm. Und ich habe, müssen Sie mir jetzt erlauben. Also in Werbeveranstaltung? Nein. In Vorbereitung jetzt Ihrer Fragen wollte ich wissen, wann das Bündnis für Wohnungsbau in München sozusagen gegründet wurde. Das war noch unter meiner Vorgängerin Frau Thalgott. 11. Mai 2010, Bündnis für Wohnungsbau geht in die Offensive. Auftaktveranstaltung. Also es ist nicht hier, dass Sie das jetzt hier gerade neu erfinden. Und Frau Thalgott sagt damals, wir bearbeiten mehr als 100 Bebauungspläne gleichzeitig. 12.000 Wohnungen. Ich kann sagen, ich bearbeite noch mehr Bebauungspläne gleichzeitig momentan für die nächsten 3 Jahre ungefähr 20.000 Wohnungen, nur in B-Plänen. Also es ist nicht so, dass hier nichts gemacht wird. Aber Herr Rudorfer, Sie als Praktiker, geht Sie manchmal nicht einfach trotzdem zu langsam? Uns geht es grundsätzlich immer zu langsam. Das ist natürlich uns auch. Also was soll das überhaupt heißen? Ihm als Praktiker und was bin ich dann? Dieses Urteil. Naja, ist die Frage, sollte man da vielleicht damals auch schon oft drüber geredet, vielleicht muss man dann einfach auch die entsprechenden Behörden und Stellen einfach nochmal weiter unterstützen mit Ressourcen. Also wir haben vorhin gesprochen, wie lang manche Projekte und Kasernen sind eigentlich abgehakt. Also wenn man
Gewisse Kritik, denke ich, darf man da vielleicht schon auch mal setzen. Es gibt einige Projekte, die würden jetzt nicht das Problem lösen, weil sie nicht den Umfang haben. Aber wo wir Bauträger alle miteinander regelmäßig bei Ihnen auf die Website geschaut haben und gesagt, wann kommt es denn jetzt? Wann können wir die Marianne-Brandstraße, die 100 Wohnungen bauen? Wann können wir die Schäftlandstraße bebauen? Da sprechen wir von fertigen Bebauungsplänen. Dort könnten längst 100 Familien wohnen. Ja, oder mehr, frei finanzierter Wohnungsbau. Das Projekt ist jetzt vergeben an eine städtische Gesellschaft und es entsteht geförderter Wohnungsbau dort wieder. Ja, also ich sag mal, die Stadt nimmt uns schon ein Stück weit immer mehr eigentlich das Volumen ein bisschen aus der Hand, bezieht uns zwar sehr stark ein in den Gesprächen und alles, ja, das ist so, aber das Volumen, wo wir freien Bauträger für die Stadt, in der Stadt München aktiv werden, das wird immer weniger. Ja. Und die Funkkaserne, weil das vorhin angesprochen war, ist schon auch so ein Beispiel. Der Bebauungsplan steht ja schon eine Zeit. Die Flächen sind überwiegend vergeben. Die Münchner Bauträger sind eigentlich dabei so gut wie leer ausgegangen. Und zum Teil war es auch so, und das muss man vielleicht als Kritik auch mal sich gefallen lassen. Wir haben sehr hohe Preise, das wissen wir. Ja. Wir sprechen ja bei jedem durchschnittlichen Projekt schon von 6.000 Euro aufwärts. Man spricht 6.000 Euro, hat man sich gewohnt, ist der durchschnittliche Verkaufspreis. Und den gibt es auch in der Funkkaserne, bei den wenigen, die frei finanziert waren. Und es waren zum Teil sogar ein bisschen die schwächeren Flächen. Ja. Und ich frage mich schon, ist es... Wir reden ja immer, der Wohnungsbau muss ein bisschen eine sozialpolitische Aufgabe erfüllen. Erfüllen wir in München die in solchen Fällen? Ja? Weil wir sind von der Münchner Mischung, an die wir uns alle gewohnt haben im Rahmen der Sobahn, mittlerweile da weit weg. Ja? Funkkaserne waren 50% gingen, oder da gibt es ja den Stadtratsbeschluss dazu, 50% gehen an städtische Gesellschaften. Das ist in der Regel sozialer Wohnungsbau oder zumindest geförderter Wohnungsbau. Teil geht an Genossenschaften. Und um das wenige, was da noch steht, schlagen sich 10 große Münchner, nicht nur Münchner, mittlerweile auch andere Bauträger. Ja? Und das treibt letztendlich den Preis immer weiter, ja? Weil der Wettbewerb, sage ich mal, um diese Flächen, weil das sind halt mal die Flächen, wo Sie mal 100, 150, 200 Wohnungen bauen können und nicht irgendwo kleckerleweis Lücken schließen. Ja. Das treibt den Preis schon und auch dahingehend, jetzt die wenigen Flächen sind dann mit diesen Konzeptausschreibungen ausgeschrieben. Wir reden, die energetischen Standards kosten Geld. Ja. Dafür gibt es in gewisser Weise vielleicht sogar ein Verständnis. Diese Konzeptausschreibungen kosten noch mehr Geld, behaupte ich jetzt mal. Ja, wir reden von Grauwassernutzung bei der Toilettenspülung, 15% müssen regenerative Rohstoffe sein. Das sind Kostenfaktoren in jeder Kalkulation, die wir machen. Drum, mittlerweile ist es so, wir werden das erleben, dass die wenigen Flächen, die dann in diesen Kasernen für die private Immobilienwirtschaft bleiben, dass dort die Preise noch höher sein werden, wie bei vergleichbaren Grundstücken, die die Immobilienwirtschaft vom Privaten erwirbt. Ja, eben durch diese Positionen, Konzeptausschreibung, auch sicherlich durch den Mix München-Modell. Man muss sich vorstellen, München-Modell war, als die Sobahn gestartet wurde, das lag so 25% unter dem frei finanzierten Preis. Ja, jetzt reden wir im besten Fall, von Kasern ist es so, von 3.250 Euro. Die gleiche frei finanzierte Wohnung kostet mehr als das Doppelte. Ja, das heißt, und wir haben vorhin kurz über Baukosten gesprochen, 3.250, das ist, da kann ich das Grundstück weglassen und habe trotzdem mehr Kosten. Ja, das heißt, jeder Quadratmeter München-Modell, der in so einer Ausschreibung ist, verteuert wieder den frei finanzierten Wohnungsbau. Ich sage mal so Hausnummer. Funkkaserne ist ja, die letzten 3, 5, 6, 7 oder so waren es, die ausgeschrieben waren, sind ja noch in der Mache. Da entfallen auf das frei finanzierte nochmal 250 Euro auf dem Quadratmeter in etwa höhere Verkaufspreisanforderungen durch das Münchenmodell. Ja.
das meiner Meinung nach längst nicht mehr zeitgemäß ist. Für 3.000 Euro, da können Sie in München nichts mehr machen. Ja. Also ein insofern, neutraler Beobachter? Da wäre schon Handlungsbedarf auch, wo man sagt, okay, da könnte man auch handeln, ja, weil das hat die Stadt in der Hand. Also Frau Merk, dann ein neutraler Beobachter vielleicht, Herr Tierstein. Ja. Also das sind ja jetzt sehr viele unterschiedliche Dinge. Einiges teile ich doch aus. Es ist ja nicht so, dass man Kritik nicht akzeptieren kann. Aber bei der Ursachenforschung, glaube ich, liegen Sie schon ein bisschen auch auf der falschen Seite. Also gerade aus der Zeit von Frau Thalgott, die ich hier eben zitiert habe, hatten wir viele Flächen für den Wohnungsbau, die keiner bauen wollte. Und es waren genau die 8-10 Jahre vorher, wo große Bebauungspläne von Privaten gemacht wurden, wo wir kaum Wohnungen unterbringen konnten, weil man eben nur Gewerbeimmobilien attraktiv am Markt platzieren konnte. Und wir sind ja jetzt gerade dabei, seit einigen Jahren diese Bebauungspläne, die beileibe nicht alt sind, sondern vielleicht 8 Jahre alt, umzuwandeln in, das sind unsere sogenannten Umstrukturierungsfälle, in Wohnungsbaurecht zu einem großen Anteil. Das hat uns sehr viel Zeit gekostet. Und insofern war das natürlich auch eine gewisse Verknappung, die dem Markt geschuldet war. Also auf unseren eigenen Bebauungsplänen war die Mischung immer ausgewogen. Da mussten wir jetzt auch nicht umstrukturieren. Und das ist natürlich für uns schon ein großes Problem, wenn wir diese aufwendigen Verfahren betreiben und praktisch 5 Jahre später anfangen, diese Pläne neu zu machen. Diese Gesetze haben wir nicht in der Hand. Und damit haben wir jetzt tatsächlich Zeit verloren. Und das war genau ein Zeitraum, der sich überlappt hat mit der Finanzkrise, mit diesen OLG Düsseldorf-Urteilen etc., sodass die Kurven sozusagen der Baulandbereitstellung davon, da teile ich wieder Ihre Analyse, empfindlich getroffen wurden und es echt zu einer Verknappung kam. Aber daran war nicht die Planung der Stadt auf der Funkkaserne ursächlich dafür zuständig. Im Gegenteil, da haben wir ja sogar, wenn man so will, zwar das Glück gehabt, dass oben Metro absprang und wir nochmal zusätzlich Wohnen machen konnten. Leider hat uns das aber auch halt 2 Jahre Zeit gekostet, das so hinzukriegen. Die Konzeptausschreibungen waren jetzt mal ein Versuch, mehr Inhalte einzubringen und weniger Bestpreisgebote zu haben. Und ich bezweifle in dem Punkt Ihre Analyse, wenn wir von Haus aus Bestpreisgebote gemacht hätten, ob wir dann billiger gewesen wären als mit unseren Konzeptausschreibungen. Das glaube ich nicht. Und ich meine, es ist richtig, wir hatten eine richtige Verknappung, aber derzeit haben wir sozusagen von dem, was jetzt sozusagen in die Flächenentwicklung geht, auf privaten Flächen und auf städtischen Flächen annähernd gleich viel Grundstücke, die dann zur Verfügung stehen. Also wir werden sehr viel mehr Grundstücke jetzt in den nächsten Jahren haben als derzeit. Also die Funkkaserne, das war sicherlich so die Spitze dieser Verknappungsentwicklungen. Und auf privaten Flächen haben wir ja nur 30% geförderten Wohnungsbau. Auf städtischen Flächen kam hinzu, und das war ja ein Stichwort, das Sie vorher auch eingeworfen hatten, dass der Stadtrat in Wohnen in München 5 beschlossen hat, bis zu 40% Genossenschaften zum Zug kommen zu lassen. Und mit Verlaub muss ich vielleicht hier auch mal erinnern, dass das München-Modell nun wirklich nicht in erster Linie ein geförderter Wohnungsbau für den klassischen Sozialhilfeempfänger ist, sondern wir haben Einkommensgruppen in Kategorien, wo man sagen muss, das ist die ganz normale Mitte unserer Bevölkerung. Das kann man in Frage stellen. Ich habe da auch nicht so ein gutes Gefühl, dass wir da an die Grenzen gehen. Und das muss man sicherlich kritisch hinterfragen, inwieweit man mit solchen Modellen immer weiterfahren kann. Aber dass wir als Stadt durch unsere Programme zu einer Verknappung der Flächen dienen, das muss ich natürlich zurückweisen, weil wenn die Bauträger auch vorausschauend entwickelt hätten, hätten sie eben nicht 80% Gewerbe entwickelt, das dann 5 Jahre später schon nicht mehr attraktiv war. Frau und, Dr. Piasek, vielleicht eine neutrale Stimme. Gibt es da Zahlen dazu, die es vielleicht etwas belegen, eine oder andere Meinung? Also der Wohnungsbedarf in der Stadt München, der ist bis zum Jahre 2030, wir haben die neuen Zahlen gerechnet, der liegt zwischen 8.000 und 9.000 Euro.
Wohneinheiten, die gebaut werden müssen. Ja, Euro vielleicht, na, hoffen wir mal nicht, die gebaut werden müssen. Wir sind jetzt bei einer Bautätigkeit, glaube ich, im letzten Jahr ist sie gestiegen. Wir haben natürlich auch andere statistische Erfassungen, weil wir die Wohnheime etc. mit reinrechnen, reden wir vielleicht zwischen 6.500 Wohnungen. Also das heißt, wir haben hier immer noch ein erhebliches Gap, das bedient werden muss. Also das auf der einen Seite. Ich möchte aber auch unterstützen, was die Stadt gesagt hat. Ich denke mal, es ist notwendig, um sozial ausgewogen in den einzelnen Bereichen auch wirklich verschiedene Bauherren die Möglichkeit zu geben, entsprechende Wohnungen zu errichten. Und da gehören natürlich sicherlich auch die Wohngruppen dazu, die wir haben, oder andere Möglichkeiten. Die jetzige Struktur zeigt es ja von den Wohnungen, gehen wir mal von 6.000 Wohnungen aus, die gebaut werden, werden mehr als 50% gehen in den frei finanzierten Wohnungsbau. Wir haben nur einen Bereich zwischen 10% und 15% des Mietwohnungsbaus oder geförderten Mietwohnungsbaus. Also hier, denke ich mal, ist sicherlich auch die Fragestellung, die man haben muss, wenn wir über das Thema bezahlbaren Wohnbau reden. Wir haben hier zwar über die Eigentümerquote etc. gesprochen, aber wir müssen auch über das Thema Mietwohnungsbau reden. Also wen können wir denn dort noch erreichen und für welche Zielgruppen können wir bauen und natürlich auch die Investoreninteressen entsprechend mit berücksichtigen. Und da müssen die Flächen entsprechend ausgewogen auch angeboten werden. Da habe ich noch eine Frage, und zwar, die Kasernen haben wir jetzt, aber es gibt eine sehr interessante Fläche, und zwar den Bereich der Großmarkthalle. Und da wurde mir gesagt, was jetzt da so geplant ist, man hätte es vielleicht noch etwas geschickter machen können und da mehr Wohnraum schaffen können in dem Bereich. Herr Thierstein, wie sehen Sie das, wenn ich jetzt, da ist was relativ Flaches jetzt geplant, man hätte doch da auch höher gehen können und in dieser zentralen Lage doch auch noch Wohnraum schaffen können, oder? Natürlich ist der Immobilienmarkt ein sehr kompliziertes Geflecht, und das haben wir jetzt schöner nur ein bisschen Einstieg. Streifen können. Was man aber sieht aus unserer Studie, die ich ja vorher zitiert habe über die Wohnungsnachfrage Großraum München, ist ganz klar, dass wenn man findet, auch wo immer es dann ist, dass man in der Regel immer mehr Fläche nehmen muss für einen höheren Preis, als man eigentlich beabsichtigt hat. Das heißt, ein zentraler Hebel, um sozusagen relativ gesehen günstiger zu bauen, ist natürlich nicht der Grundstückspreis, da haben Sie völlig recht, sondern eigentlich, dass man kleinere Flächen zu kleineren Preisen anbieten kann. Das, weil das Realeinkommen ist der singulär wichtigste Treiber über Jahrzehnte der Nachfrage. Das heißt, es wird zu wenig kleine Einheiten angeboten, auch der demografische Wandel ist da. Wir haben 50% Single-Haushalte in München. Und das ist in allen großen Städten genau gleich. Und dafür gibt es kein adäquates Angebot, das eben mit ÖPNV gut erschlossen ist, das mit ausreichend qualitativen Freiflächen verbunden ist. Und wenn ich das jetzt übersetze auf Ihr Gebiet, Großmarkthalle, muss ich sagen, ja, hey, da ist jetzt eine Planung, die eigentlich völlig ohne die Diskussion über die Umstrukturierung in der Stadt, über multifunktionale Entwicklung, abgelaufen. So nehme ich das von außen wahr. Wieso spricht man nicht über Stapelung von Funktionen? Wieso wird nicht gewohnt und andere Büros zum Beispiel auf diese Großmarkthalle? Es gibt da tolle Beispiele. Schauen Sie mal die Genossenschaft Kalkbreite in Zürich. Unten innerstädtische Lage, großes Tramdepot umgebaut. Oben ist Wohnen, Gewerbe, ein Freiraum im ganzen Gebäude. Und oben auf der Gebäudekrone ist auch noch ein öffentlicher Raum. Das ist alles machbar. Aber ich glaube, dass man jetzt nochmal zurück muss auf Plan Feld 1, das ist eigentlich angesagt, und die zivilgesellschaftliche Diskussion, welche Stadt wollen wir eigentlich? Und da gibt es gewisse Privilegien offensichtlich, die auch rechtlich abgestützt sind, das kann ich nicht so ganz genau beurteilen. Aber ich glaube, das ist schon ein Thema, das man jetzt aus den Hinterzimmern rauszerren muss und eigentlich in die Stadtdiskussion bringen muss. Und da gibt es jetzt auch neue Politiker, der Wirtschaftsreferent, glaube ich, müsste sich auch um die Sache kümmern. Ja. Frau Professor Merk, vielleicht ganz kurz zwei Sätze. Warum ist es so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist bei dem Bereich? Gut. Oder ist das alles schon in Stein gemeißelt? Kann man da noch drüber nachdenken? Vielleicht muss man das wirklich jetzt auf einem längerfristigen Stadtentwicklungspfeil sehen. Ich teile die Meinung von Herrn Thierstein. Man muss aber einfach sagen, die Markthallen, wenn man das jetzt mal mit diesem Titel benennt, die sind einfach noch nicht so weit. Die haben vielfältige Probleme auf ihrem Areal, zum Teil Pachtverträge über 40 Jahre hinaus, also einfach auch rechtliche Verhältnisse, die man jetzt nicht so einfach sofort lösen kann.
Und wir haben natürlich auch diese ganzen Problematiken von Lärmschutz und gegenseitiger Beeinträchtigung. Ich meine, wir Planer haben natürlich vorausgedacht. Wir haben Konzepte für das Viehhofgelände zusammen mit diesen Bahntrassen. Wir haben Ideen, wie wir diese Markthallenareale mit den bestehenden Stadtgebieten vernetzen. Und wir versuchen zumindest dort, wo Einzelgenehmigungen kommen, die so positiv zu beeinflussen, dass sie uns diese zukünftigen Handlungsstränge nicht weiter verbauen. Da muss man einfach sagen, da hat die Stadt noch Entwicklungs- und Diskussionsbedarf, sowohl politisch als auch fachlich. Und ich meine, wir haben ja gemeinsam das Projekt langfristige Siedlungsentwicklung in der Hand. Und ich muss jetzt mal sagen, wir haben ja viele Flächen gefunden, die wir vor den Markthallen angehen können. Ja? Und vielleicht sind dann die Markthallen langfristige Siedlungsentwicklung 2050 und dann sind wir auch froh, dass wir das haben. Ich glaube, man muss das wirklich in größeren zeitlichen Dimensionen sehen, darf sich aber die Dinge irgendwie nicht verbauen. Und natürlich haben wir auch Konzepte Smart Wohnen, kleine Wohnungen, was jetzt gerade unsere Gesellschaften auch untersuchen, auch, sage ich mal, Standardreduzierung, dass manche Sachen auch günstiger werden. Also da wird derzeit viel ausprobiert. Nur in München ist einfach die Problematik, man muss es in einer großen Dimension angehen, damit es dann auch tragfähig wird vor dem Hintergrund der Bedarfe. Das ist sicherlich in den Gemeinden, die jetzt kleinere Portfolios haben, etwas differenzierter zu sehen. Aber diese Grundproblematik von vorher, die haben natürlich alle. Und was ich an der Stelle natürlich Ihnen jetzt nicht ersparen kann, ich meine, wir müssen jetzt in jedem Stadtrat darüber diskutieren, ob wir Wohnungen der GBW ankaufen. Mit Geld, was wir eigentlich für den Neubau brauchen. Das bindet Ressourcen, es bindet Kraft. Und das waren richtig viele Wohnungen, und zwar nicht nur in München, sondern bayernweit, die die öffentliche Hand in der Hand hatte. Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir sozusagen einen Teil unserer Energie in einen möglichen Ankauf, um praktisch diese Belegrechtsphilosophie zu retten. Das empfinde ich schon als in gewisser Weise ein politisches Versagen, an dem wir uns da jetzt abarbeiten. Und ich meine, man darf ja auch die Bürgerbeteiligung, die Sie heute hier gar nicht angesprochen haben, nicht außer Acht lassen. Gerade in diesen Wohnungsbeständen, die veräußert wurden, sind Bürgerbeteiligungen super aktiv. Und jetzt könnte man sagen, das hat ja mit dem Neubau an der Funkkaserne und was weiß ich nichts zu tun. Stimmt aber nicht, weil das sind doch die züngelnden Flammen, die dann uns an anderer Stelle eben auch das schwer machen, dass wir sinnvolle Weiterentwicklungs- und Nachverdichtungsprojekte umsetzen. Also das, verzeihen Sie mir, aber das muss hier schon auch mal gesagt werden. Darum durften Sie es jetzt sagen, obwohl unsere Zeit schon lang abgelaufen ist. Wir könnten noch Tage und Stunden über das Thema reden, aber wir haben jetzt eh schon überzogen.